Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, so folgen gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken in den Item Shop vom 19.08.2019 und wir sehen einen neuen Emote und ein Set, das wir gestern schon drin hatten. Also wir fangen erstmal an hier mit dem Unterdrücker. Emote, auch bei diesen kleinen Spielzeugsoldaten. Ja, da sind neue Style hinzugekommen und der ursprüngliche Style also, wurde auch geändert. Der Unterdrücker, erstmal die Benotung einfach, 3,4455 bei 18 Votes und 16 Runners, dann die Plasma-Klinge. Die Plasma-Klinge hat eine Benotung inzwischen von 4 von 5 bei 13 Votes und 2 Reminders. Dann hat die das Dreieckmuster hat eine Benotung von 3,83 von 5 bei 6 Votes und 3 Reminders. So, und wir haben gestern ein Gameplay dazu hochgeladen. Die Plasma-Klinge und den Skin haben wir oben in der rechten Ecke verlinkt. Genau, hier haben wir die Plastik-Patrouille, also in den drei Styles, habt ihr ja gerade gesehen. Wie viel gibt's denn dem? Ja, Moment, also was mich jetzt wundert, also es ist nicht nur der neue Style mit hinzugekommen, gehen wir bitte auf die Stilvorschau, sondern jetzt sind auch noch die Flecken damit drauf. Wäre vorher nicht der Fall. Verstehe ich nicht so ganz, warum sie das gemacht haben. Finde ich dadurch ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Von mir kriegt die Plastik. Aber auch da haben wir ein Gameplay oben in der rechten Ecke, könnt ihr euch anschauen. Kriegt von mir 7 von 10. Mir kriegt Plastikpatrouille 6 von 10. Hat eine Benotung von 2,89 von 5 bei 19 Votes zum ersten Mal am 27. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 2 mal und 46 und minus. No, dann kommen wir zum Spielzeug. Genau. Gleiche, gehen wir bitte da nochmal in die Stilvorschau, auch hier jetzt in Orange. 7 von 10. Zoom mal bitte an die orangene Version ran. So, ja, auch 7 von 10. 3,435 bei 23 Votes, das ist vom 27. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 76 bei meiner ist. Dann kommen wir zum grünen Plastik. Das gibt es jetzt in 3. Ja, machen wir bitte das Orangene und klick das mal durch. Die anderen. Das finde ich gut. Ehrlich? Ja. Also ich fand es in den alten Farben einfach besser. Diese orangene Farbe hätten sie sich meiner Meinung nach sparen können. Bleibt dann bei mir bei 7. Aber hier, wenn du da mal auf das Grüne drauf gehst, ist hier auch diese fleckige? Oder? Nein. Nee, hier haben sie es nicht gemacht. Also 8 von 10. 9 von 10. 3,5455 bei 13 Votes zum ersten Mal am 27. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 19 Reminders. Dann war es mit dem Set, dann kommen wir zum Drift-Set, heißt Sommerdrift. Der Sommerdrift, ja, der ist ganz cool, 7 von 10. 7 von 10 von mir kriegt er 8 von 10. 3,2255 bei 45 Votes zum ersten Mal am 25. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 73 Reminders. Dann kommen wir zu den Zwillingsklingen. Die Zwillingsklingen sehen mega geil, kriegen von mir 10 von 10. 4,55 von 5 bei 29 Votes, was am 25. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 57 Mal das. Drift Wolf. Finde ich ein bisschen doof, dass der Wolf sieht zwar so cool aus, aber ist halt leider nur auf ein oder zwei Waffen gut erkennbar. Wenn du mal ganz kurz durchklickst unten, sieht man das. So, da erkennt man nämlich gar nichts. Hier erkennt man was. Ja, sie haben es, glaube ich, verbessert. Es ist, glaube ich, verbessert worden. Also kriegt's von mir 8 von 10. Von mir auch. 4,46 von 5 bei 24 Votes am 25. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 20 Reminders. Dann der Drift Stream, der bekommt mega von mir geil. 7 von 10. 9 von 10. 4,455 bei 15 Votes am 25. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 30 Reminders. Dann Raubzug. Super coole Skin, kriegt von mir 9 von 10. 9 von 10 von mir kriegt der Skin 8 von 10. 1200 V-Bucks. 3,185 bei 28 Votes, was beim 30. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 4x und 15 Runners. Mal bitte ganz kurz. Ach, da hinten ist ja genau das, dieses Lama da drauf, genau. Endlosrad? Ja, gut. Das kennen wir schon für 500 V-Bucks. 7 von 10. Auch, ja. 3,555 bei 8 Votes, zum ersten Mal am 25. März 2019 im Schock gewesen, seitdem 4x und 9 Runners. Dann kommen wir zu diesen Lackierungen von dem K. Ja, das kennt jeder. Wildcard-Lackierung. Mhm.
7 von 10 für 7 600 von 10, Videos. davon zeige ich schon eine Benotung, weil hiervon sind mehrere drin. 4,19 für 5 bei 21 Worts beim 14. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal und 8 Reminders. Dann kommen wir zum Whiplash. Whiplash, Boxen, Stopp auch schon oft drin gewesen. 8 von Full 10. Skin kriegt von mir auch 7 von 10. 3,8555 bei 73 Worts beim 3. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 18 im Shop gewesen, seitdem 29 mal und 80 Reminders. Dann kommen wir zum Eiszapfen, Icicle. Icicle, Eiszapfen, auch schon mehrfach drin gewesen. Ich finde das ganz schön mit diesen Oh, das ist Partikeln, die geil. da runterkommen. Und kriegt von mir 7 von 10. 9 von 10. 4,27 von 5 bei 51 Votes zumindest beim 14. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem 12 Mal und 43 Reminders. Dann ansteckend der neue Emote. Und das Ding habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Irgendeine Techno-Tante, die das gemacht hat in einem Video. Ich habe das in Erinnerung, leider weiß ich jetzt nicht. Ich habe das schon gesehen, da habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Also, so sieht es, glaube ich, ganz, ganz lustig aus. Von mir 8 von 10. Von mir auch. Keine Benotung und 14 Reminders. Wenn es euch gefallen hat. Aber Moment, wir müssen erstmal den Shop bewerten. Was kriegt denn der Shop von dem? Ich finde den Shop gut. Ja, ich auch. Love it. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, use den Support Creator, so folgt euch TV. Bis dahin, und tschüss.